Willkommen zu diesem Video, liebe Leute. Wir machen heute ganz eine besondere Geschichte, und zwar wir sind im Gosaukamm unterwegs und wir machen eine der schönsten Touren, die es so rund ums Gebiet der Theodor-Körner-Hütten gibt. Warum spreche ich die Theodor-Körner-Hütten an? Da hat es im Frühjahr einen Bericht im Fernsehen gegeben. Ist ein junger Hüttenwirt da, ein neuer, und der hat es richtig schwer in Zeiten zu Corona. Und wie es einem eben so geht und wie es die Leute so taugt da bei den Tourenmöglichkeiten rund um die Theodor-Körner-Hütte, das schauen wir uns heute an. Am Mandelkogel herum, wunderschöne Tour. Da unten ist auch mein Papa. Warum er da unten sitzt, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt dranbleiben. Und wenn ihr künftig keine Videos aus den Bergen mehr verpassen wollt, abonniert auch gern kostenlos meinen Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Ja, da unten sind wir vom Bommerbauer hergekommen. So schön. Da in der Almlandschaft mit der Kirche. Da vorne ist noch ein kleiner Stuhlalm. Wir gehen aber heute zur Theodor-Körner-Hütten. Weil, wie ich schon eingangs erwähnt habe, hat es da heuer einmal einen Bericht im Fernsehen gesehen. Junger Hüttenwirt. Und der ist voll motiviert. Tut sich allerdings ein bisschen schwer mit den ganzen Corona-Maßnahmen. Das schauen wir uns heute an, wie es einem jetzt in der Zwischenzeit geht. Da unten ist jetzt die Stuhlalm. Da sind wir Kerzen gerade rauf. Wunderschöner Weg da. Zuerst einmal Richtung Angerstein, bevor das noch ein der Weg nach rechts in die Schlucht trat. Da geht es jetzt Richtung Angerstein weiter. Ja. Und da ist sie angeschrieben. Eine Kugel. Ah, so schön. Voll. Vor uns, das ist die Angerstein-Rin. Das ist zum Skifahren. Und ja. wir gehen aber jetzt da noch ein, da rechts um und Hinterberg rein. Ja. In die Schlucht. Und da vorne, das ist Stuhlloch, auch eine schöne Skitour. Du kannst da das ganze Schoderfeld laufen, ja, bis in die Scharten. Genau, jetzt sind wir da. Da geht es jetzt in die Schlucht rein. Ja. Da ist ein bisschen zum Kraxeln da oben, glaube ich. Und nachher müssen wir da durch den Schoder rauf. Und rechts außen ist nachher der Gipfel. Den siehst du aber von da nicht. Ach so. In die Scharten rauf und dann rechts hinten. Ja, ein bisschen weiter nochmal, genau.
durch den Schuh, da ist ein bisschen unangenehm da rauf. Ein Schritt vier, zwei zurück. Da geht es jetzt da ganz vier und dann rechts auf den Gipfel. Ich war auf die Idee reingekommen, dass ich da einmal raufschaue. Aber so schön. Voll. Schau, wenn du jetzt umdrehst, da hinten das Gipfelkreuz, das ist der Angerstein. Aha. Da sind wir also unten alles umgegangen. Achso, und der Strich Pogl ist weiter hinten? Der ist noch weiter hinten, ja. Da war ich vor ein paar Jahren mal mit dir oben am Strich Pogl. Das war voll schön, ja. Wunderschön ist da herum und einsam. Ich habe vorher gerade gesagt, eigentlich ein Wahnsinn. Bis keine 5 Kilometer vom Parkplatz entfernt und in völliger Abgeschiedenheit. Und jetzt kommt mit jedem Schritt mehr raus vom Gosaukamm, voll geil. Was du mir schaust. Und da ist unser Gipfelaufstieg. Ah, Papa, genau. Das ist die Geisterkogelrinn. Die bin ich mit dem Rob schon gefahren. Ah, furchtbar. Nein. Ja, ja. Schon gut. So, da die letzten Meter zum Gipfel rauf. Eins eine Kraxelei, maximal. Da unten ist der Papa. Schade, aber richtige Entscheidung von ihm. Unterzuckert gewesen. Ja, und jetzt wartet er auf mich, bis dass ich gleich wieder herunter bin. Vergund hätte es ihm. Aber nur nichts riskieren. Schön. Sagenhaft schön. So, da. Die letzten paar Meter. Und schon sind wir herum. Juhu, ich bin am Berg. Gewaltig. So, Leute, ja, da ist ja der Babsch. Danke, dass du mit mir die Tour gegangen bist, Papa. Dankeschön. Ich hätte echt gern gehabt, dass wir da gemeinsam herumstehen. Aber ja, so ist es einmal. Werde trotzdem nicht vergessen.
aber wieder besonders mit dem Papa zum unterwegs sein dürfen, weil das ist nicht selbstverständlich. Schön, schön ist es da. So schön. Ja, ich halte mich jetzt dann gar nicht mehr lang da herum auf. Aussicht ist grandios, ich werde noch ein paar Fotos machen und dann schaue ich, dass ich zum Papa komme. Und dann gehen wir zur Theodor Körnerhütten, schauen beim Hüttenwirt vorbei, können uns, ich zumindest, dann Radler, der Papa wahrscheinlich ein Bier. Gehen wir runter, viel Spaß mit dem Abstieg. Einmal noch ein Panorama da runter. Die hinten sind wir gefahren übrigens, Bianca, Chris, Michi, Hanna und der Powderizer und ich fuhren die Bischofsmützen. Ja, da fuhren Tennengebirge, da ganz vorne Donnerkogel. Einfach gewaltiges da. Inzwischen sind wir schon beim Schoderfeld herunten. Jetzt geht es dann da noch rechts raus. Dann am Weg zur Hütten. Ja, also ich bin jetzt gerade bei der Theodor Körner Hütten angekommen. Ich habe es ganz am Anfang im Video schon angekündigt, dass ich da heute vorbeischauen will und vorbeischauen werde. Neben mir sitzt der Christoph, das ist der Hüttenwirt von der Theodor Körner Hütten. Und ja, wir haben vorher gerade einen guten Kuchen gegessen, Kaffee schon getrunken. Der Radler, da ist noch ein bisschen was drinnen. Christoph, wie bist denn du eigentlich zu der Hütten gekommen? Das würde mich vorher noch interessieren, bevor wir das Fazit halt zur Tour machen. Ja, grüß euch zuallererst einmal. Ja, wie bin ich zu der Hütten gekommen? Die ist ausgeschrieben gewesen vom Alpenverein. Mich reizt das schon die letzten Jahre ein bisschen. Bin immer schon in der Gastronomie daheim gewesen und habe mich dazu beworben. Und genau, seit heuer, also jetzt seit gute zwei Monaten, starten wir da herum durch. Die Theodor Körner Hütten ist ja jetzt eigentlich ganz gut zum Erreichen. Vom Bommerbauer Parkplatz ist angeschrieben mit 1 bis 1,5 Stunden drauf, gell? Genau. Ja, ist sicher ein Weg, wo man sagt, da können Kinder, können ältere Leute, jüngere Leute, gell? Es ist sehr familienfreundlich und ein super Weg. Kann man durch den Wald durchgehen, ein Wanderweg, oder man bleibt auf der Forststraße. Also ist, sage ich mal, fast für jeden machbar. Und theoretisch auch mit einem Kinderwagerl kannst du eigentlich auch auffahren mit Forststraßen. Genau, ja. Wenn du sportlich bist, ja, genau, und auch verschiebst, dann ja, ist das auch möglich. Ja. Eine Frage habe ich noch, und zwar, ich habe ja eben so einen Medienbericht gesehen, in Servus TV ist der, glaube ich, gewesen. Da ist vor allem um das Thema Hüttenwirte zu Zeiten von Corona, beziehungsweise im zweiten Corona-Sommer gegangen. Und da ist ein ziemlich negatives Bild gezeichnet worden, wie sich der Sommer entwickeln wird. In der Zwischenzeit ist Ende Juli. Wie ist denn die Saison bei dir heuer so losgegangen? Was waren die Erwartungen und wie hat sie sich tatsächlich entwickelt? Ja, ich meine, grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich mal fein, dass wir offen haben, gell, dass wir alle wieder die Gastronomie genießen dürfen, das ist einmal das Erste. Wir haben schon natürlich Regeln, die was natürlich jetzt Schritt für Schritt ein bisschen weniger wären, wie Masken und so. In die Lager müssen wir gewisse Abstände halten, da habe ich eben Trennwände ein da und so. Und so muss ich halt immer ein wenig schauen, gerade an die Wochenenden, wo es relativ voll wird, dass ich die Leute mit gewissen Abständen zusammenlege. Aber grundsätzlich hat sich natürlich sehr gut entwickelt. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt einen brutalen Nachteil jetzt nur haben, sage ich jetzt einmal. Was Touristen anbelangt, Auswärtige, wo, da ist man vielleicht schon noch ein bisschen so, dass man sagt, da sind sicher nur einige ein bisschen ängstlich und zurückhaltend. Aber das wird sich wahrscheinlich in Zukunft vielleicht auch im September, August, September vielleicht noch ein wenig ändern. Jetzt ist ja doch erst Anfang der Saison. Ja.
Gerne. Machen wir vielleicht kurz einen Wechsel. Ich sitze wieder um und du da her, weil ja. Dann schaust du von Haus aus eher in die Kamera. Ja, das haben wir schon gedacht vorher. Ja, da sitze ich ganz anders. Und, ja. Ja, so schaust du eher in die Richtung. Aber mei, das ist wurscht. Ja. Jetzt haben wir uns gerade kurz umgesetzt. Schauen wir mal, ob es euch aufgefallen ist. Schreibt es rein in die Kommentare. So ein Radler hat er mal gegeben. Ja, genau. Nein, das mal, da sieht man wieder, dass er gut erhitten wird. Also wenn du da aufkämpfst, dann vertuscht es auf jeden Fall nicht. Nein, das ist auf keinen Fall. Und dann bin ich heute das zweite Mal auf dem Mandelkogel aufgegangen. Das erste Mal war 2016, was ich mich erinnern kann. Waren damals relativ spärlich nur die Markierungen und heute hat sich da ganz ein anderes Bild abzeichnet. Hat das mit deiner Aufgabe als Hüttenwirt oder Hüttenwart irgendwas zu tun? Ja, sicher. Also ich bin die letzten ein, zwei Wochen immer in der Früh ein bisschen die Wege abgegangen und habe geschaut, wie sind die so übereinander. Gerade nach dem Winter auch. Schwarzkogelsteig auch, zum Beispiel auch Mandelkogel auf Angerstein. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die Markierungen sehr spärlich sind oder schon sehr verwittert sind und nicht mehr gut ausgeschrieben oder wo muss man genau hin. Ja, das habe ich in Auftrag gegeben, ich habe es nicht selber gemacht und da hat sich dann ein Einheimischer von Annaberg, ein Bergführer, darum gekümmert. Jetzt haben wir da wirklich schön markiert wieder und jetzt weiß man, wie auch wirklich der Weg auf ist. Mhm. Gell? Weil das war doch die letzten Jahre sicher. Ich meine, du hast das eher gesagt, glaube ich. Ja. Ja, eben 2016 und seitdem wird es wahrscheinlich nur einmal schlechter geworden sein. Ja, genau. Jetzt findet man auf jeden Fall einen Weg. Mhm. Man weiß, wo man hin muss und muss nicht die ganze Zeit suchen, weil man soll sich ja doch auf den Berg konzentrieren und nicht aufs Weg suchen die ganze Zeit. Mhm. Gell? Sind die noch mal als Hüttenwirt für die Leute, die da herkommen und gern wandern gehen? Was sind denn so die Standardtouren, die man da in dem Gebiet rund um deine Hütten so macht? Zuallererst einmal die beliebteste Tour ist sicher die Gosau-Kammer-Rundung, wo meine Hütten sicher sehr von den Nächtigungsgästen lebt. Die Gosau-Kammer-Rundung startet meistens für die meisten Leute in Gosau. Ja, da gehen sie über die Gablanzer Hütten zu mir, Richtung Fützmoos, eben zur Hofbürgelhütten, über den Steigelpass, dann hinterer und vorderer Gosausee. Das ist die Runde quasi um den ganzen Gosaukamm. Das sind gut 22 Kilometer und zwischen 1600 und 1800 Höhenmeter. Super Tour. Ja, ist natürlich eher mehr lange Distanz, ja, von der Schwierigkeitsgrad her ist sicher nicht sehr anspruchsvoll. Kommt natürlich auch auf jeden selber drauf an. Gell. Ja, und dann haben wir noch sicher nur ein paar Gipfel, die sehr interessant sind in der Gegend. Eben Angerstein und Mandelkogel, die sind die Gipfel, die vor meiner Haustür sind quasi, was man von mir aus sehr gut erreichen kann. Der Angerstein sind von mir aus 1,5 Stunden angeschrieben und der Mandelkogel ist 2,5 Stunden angeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er angeschrieben ist. 2 oder 2,5. Ja, genau. Und von unten vom Parkplatz eben hast du eh schon gesagt, dass 1,5 Stunden angeschrieben ist auf. Also es sind schon ausgewachsene Touren, wenn du das von unten machst. Ja. Man, wie ist dein Fazit zu dem heutigen Tag? Ja, also ich finde halt auch, also ich habe es jetzt heute mit dem Papa eben auch gerade so erlebt, weil der Papa jetzt eigentlich auch relativ wenig Heirat anhat, bergmäßig. Und da hat man nachher schon gemerkt, wie du eh gesagt hast, eben durch die Schoderriesen rauf oder es ist halt ein bisschen brüchig. Wenn du das nicht so gewohnt bist, ist das halt schon was ordentlich reingeht in den Körper und das der Körper dann erst einmal verarbeiten muss. Ansonsten brauchst du da sicherlich Trittsicherheit, Schwindelfreiheit brauchst du bei ein paar Stellen. Also zuerst einmal, wenn du da reinquerst in das Chor, in die Schlucht rein, da musst du einmal reinqueren, ein bisschen ausgesetzt reinkraxeln. Danach in der Schlucht
Ich meine, das sind jetzt keine großen Felsbrocken, aber es kann immer wieder mal ein Starrwetter herkommen. Dadurch, dass aber eh Touren sind, die eigentlich sehr selten begangen Ja. werden, habe ich oder haben wir keinen Helm mitgenommen und den brauchst du da ehrlich gesagt auch. Ist nicht unbedingt notwendig. Oben außen ist brüchig, das heißt, durch, wie wir vorher drüber geredet haben, eben eher schon gesagt. Und teilweise ein bisschen ausgesetzt, aber das wird nicht schwerer. Ich glaube, das ist ein 1er Gelände, 1 plus vielleicht, aber nicht mehr. Aber eben, wenn es da kreislaufmäßig nicht weiß, wie er gut geht, dann ist halt immer gescheiter, an der richtigen Stelle noch einen Schlussstrich ziehen und umdrehen, bevor dass man sich da halt noch irgendwie in Gefahr begibt und dass man halt da noch abgeholt werden muss. Und eben, wenn das vielleicht dann eine Nummer zu groß ist, für wen, kann man sich ja eben auch andere Alternativen aussuchen. Wie du gesagt hast, Angerstein, der ist auch anspruchsvoll, da habe ich auch Ja. ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen, ist unten verlinkt. Aber du konntest da beim Angerstein vorbeigehen und auf den Strich kugeln, weil Genau. das ist nicht weit. Ja. Oder ich glaube sogar ungefähr gleich lang von der Strecke Und her. ja, genau. Und der Strich Kugel, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist glaube ich eine rote. Ja, Ja, genau, der genau. Strich Kugel ist eine rote Bergtour und eben Angerstein und Mandelkugel sind doch schwarze Ja. Bergtouren. Ich glaube, das ist auch der Grund, weil du gesagt hast, es wird nicht extrem viel begangen. Ja, die Berge sind nicht sehr hoch bei uns, Ja. gell, aber sie sind doch sehr anspruchsvoll. Gell. Teilweise sagen die Leute, die was wirklich sagen, ich will einen anspruchsvollen Berg, die wollen dann was Hoches auch. Gell. Wobei das sicher nichts nachsteht. Gell. Nein, auf Also keinen Fall. auf keinen Fall, ja. Vor allem, wenn du dem da schaust, in dem Gebiet, da sind ja so viele Routen vom Paul Preuß Ja. erschlossen worden oder auch drüben vor der Ja. Hofbirgelhütte, der Heinz Zudra, was der da alles einbaut hat an Routen. Also für richtige Bergsteiger, Alpinisten ist der Kletterer, Gosaukamm ja, so. genau. Also das ist fast so was wie der Wilde Kaiser oder als Gseis, kann man schon sagen. Auf jeden Fall, ja. Natürlich auch felsformationsmäßig, sehr Wunderschön. Ja. dolomitenmäßig, ja, ich meine, dabei Die Bischofsmütze. Bischofsmützen, ja, das ist halt schon ganz lässig, ja. Ja. Von meiner Seite, ja, jetzt hat mich gerade ein Floh gebissen. Das war nicht ausgemacht. Nein. Von meiner Seite her immer wieder voll lohnenswert, da herzukommen. Ich bin bis jetzt ehrlich gesagt auch immer bei der Stuhlalm gelandet, weil Ja. es zu dir um ist halt so ein Schwenk und die Ja. Stuhlalm ist vorher da, weil es lohnt sich voll da vorbeischauen. Also wenn ihr da raufkommt einmal und Bergtouren machen wollt, schaut da unbedingt vorbei. Richtig lässig. Das war super, ja. Nein, jetzt haben wir sicher ein bisschen versteckt, aber es ist sicher ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich sagen. Ja, Ja, definitiv. also die Einheimischen kennen uns. Wenn du jetzt von irgendwo anders her bist, kommen wir natürlich eher, sage ich mal, bei der Studie vorbei, weil Ja, es halt direkt am Weg ist. Gell? genau. Aber es sind 5 Minuten Es circa. ist echt nicht mehr, Ja, fast. gell. Kannst nicht verfehlen. Ja. Ja, wie lange hast du offen noch im Sommer, Herbst? Ich habe jetzt vom 1. Juni bis Mitte Oktober offen. Gell, ich bin ein Schutzhütten, somit habe ich sowieso offen, bis dann wirklich nicht mehr geht. Also wenn wirklich da voll viel Schnee um mich ist im Oktober, dann sperren wir zu. Und wenn es noch gut geht, dann haben wir noch offen. Gell, ja, ich sage einmal, ich plane mit Anfang Mitte Oktober auf jeden Fall. Gell. Ja, super. Magst du noch irgendwas sagen? Ja, schaut mal vorbei bei mir. Geht mal auf für einen Mandelkugel am Angerstein. Ist sicher eine lohnende Tour. Und ja, genau. Perfekt, super, dann danke Christoph. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Gerne Ja, wieder das nächste Mal. perfekt. Passt. Rest mache ich nachher Ja, später. super. Sehr cool. Perfekt. In der Zwischenzeit eh wieder gut heimgekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe das mehr oder weniger ungekürzt eingenommen, das Interview mit dem Christoph. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt in Zukunft. Fragen eine unten ins Kommentarfeld. Und den Christoph seinen Aufruf will ich einfach nochmal unterstützen.
Wenn ihr im Gosau-Kamm auf der Lammertaler Seite unterwegs seid, schaut unbedingt beim Christoph auf der Theodor-Kerner-Hütte vorbei. Es zahlt sich und ist ein richtig lässiger Kerl. In dem Sinn, passt auf euch auf. Viel Spaß in den Berg, alles Gute, bergheil bleibt's geil. Ciao, pfiat euch.